Wie sieht es eigentlich im Gebetshaus aus und was geschieht neben dem 24-Stunden-Gebet, den Schulungen und den Events alles? Ja, lasst uns doch mal einen Blick hinter die Kulissen werfen. Das erste, was ich euch zeige, ist der Shop. Hier war ich die ersten 2 Jahre Bereichsleiter. Was ihr vielleicht auch schon kennt, ist der Empfang, wo ihr herzlich begrüßt werdet. Hallo, herzlich willkommen. Das Café mit vielen tollen Getränken und Snacks. Und nicht zu vergessen, die Prayer Homes. Das sind unsere Hotelzimmer, wo man auch mal ein paar Tage hier im Haus verbringen kann. Hier haben wir das Großraumbüro, wo Mitarbeiter aus verschiedenen Dienstbereichen, wie zum Beispiel dem Shop, der IT oder dem Personalbereich arbeiten. Auch das stetig wachsende Event-Team findet hier Platz, welches allerhand Veranstaltungen wie die große Mehrkonferenz oder Streaming-Events organisiert. Unser Grafik- und Marketing-Team und die Buchhaltung teilen sich ein Büro. Das ist nur ein kleiner Einblick in die über 10 Dienstbereiche, wo Missionare, Mitarbeiter, Volontäre und die Schüler der Gebetshausschule neben der Zeit im Gebetsraum mitarbeiten. Meine Aufgabe seit dem März 2022 ist es, nahe am Geschehen zu sein und als Leiter der Dienstbereiche dafür zu sorgen, dass der Betrieb läuft und dass du dich hier als Gast wohlfühlst. Ich glaube, dass das Gebetshaus die nächsten Jahre Europa nachhaltig prägen wird und dass dies hier zu einem geistigen Hotspot wird. Gott hat mich an diesen Ort gerufen, deshalb will ich mich hier voll rein investieren. Vielleicht willst auch du dich ins Gebetshaus investieren oder bist du schon Gebetshauspartner? Wenn du noch nicht Partner bist, dann hast du die Möglichkeit, Partner von einem Missionar wie zum Beispiel mir zu werden und mich zu unterstützen und in meinem Dienst freizusetzen. Meine Partner sind unglaublich wichtig. Ohne Partner könnte ich meinen Dienst hier nicht tun. Meine Partner unterstützen mich finanziell, aber auch im Gebet und tragen mit mir diese Vision, dass durch Gebet Europa positiv verändert wird. Kannst du dir vorstellen, Gebetshauspartner von mir und meiner Frau zu werden? Dann schreib mir doch eine E-Mail. Die Adresse findest du unten in der Beschreibung. Werde Teil einer großen Gebetsbewegung, die den deutschsprachigen Raum, ja sogar bereits ganz Europa prägt.